Ja, ich habe es getan. Ich habe mir nicht nur das Pro Display XDR gekauft, sondern auch den Pro Stand. Und dieser kostet nochmal 1099 Euro extra. Und naja, es ist eben ein Stand. Und warum ich ihn gekauft habe und ob er sein Geld wert ist oder einfach nur total überteuert, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Zu Anfang, ja, ihr habt richtig gehört, dieser Pro-Stand kostet 1099 Euro extra. Also nicht das Display mit dem Standfuß, sondern wirklich nur dieser Standfuß. Und warum ist er so teuer? Was macht ihn so besonders? Ich würde sagen, der erste Punkt ist natürlich das Design. Denn dieser Pro-Stand wurde wirklich durch und durch für das Pro-Display passend entwickelt. Gefertigt wurde der Pro-Stand vollständig aus Aluminium und er fühlt sich super, super hochwertig an. Ganze 4,3 Kilo wiegt er und hält so problemlos das noch schwerere 32 Zoll Pro-Display. An dieser Stelle frage ich mich auch, wie groß war der Block Aluminium, bevor er zu einem Pro-Stand gefräst wurde. Geliefert wird der Pro-Stand übrigens in einer Verpackung, die der vom Pro-Display oder auch dem Mac Pro sehr ähnlich ist. Es gibt einem das Gefühl, dass sich Apple sehr viel Mühe gibt, ein richtiges Pro-Gefühl zu verkaufen. Die Frage ist, wie bekommt man jetzt das Display an den Pro-Stand? Naja, ganz einfach, man nimmt das Display, hält es passend an die runde Halterung und durch die Magneten wird das Display regelrecht an den Stand gezogen und fertig. Das Pro-Display mit dem Pro-Stand sieht so schön schlicht aus, es gibt keine sichtbaren Logos auf der Front und es ist einfach perfekt. Bevor ich hier zu sehr abschweife, möchte ich euch aber die Punkte zeigen, die mir an dieser Kombination aufgefallen sind. Zum einen die Höhe und die Neigungsverstellbarkeit. Das geht so super easy. Es reicht mit nur einem Finger das Display in die gewünschte Position zu bringen und es hält. Es fühlt sich wirklich federleicht an und ganz egal in welcher Höhe und in welchem Winkel sich das Display befindet, das Gelenk vom Pro-Stand hält perfekt. Warum ich es so ausführlich erwähne, weil ich noch nie bei einem Monitor-Stand so eine Perfektion erlebt habe. Immer klemmt etwas, der Monitor hängt etwas schief oder die Neigung lässt sich nicht auf den Millimeter genau einstellen und das nervt. Ich arbeite täglich so viel am Schreibtisch und möchte natürlich, dass meine Geräte dann einfach das machen, was ich möchte und mich nicht noch nerven. Klar ist das Meckern auf hohem Niveau, aber der Pro-Stand macht eben genau das. Eine Funktion vom Pro-Stand ist aber einzigartig und die habe ich so bei so gut wie keinem anderen Monitor-Stand gesehen. Man kann das Pro-Display nämlich nicht nur quer, sondern auch hochkant nutzen. Besonders beim Surfen auf langen Webseiten, dem Schreiben von langen Texten oder auch dem Arbeiten an Quellcodes ist das einfach praktisch. Und auch zum Bearbeiten von Hochkant-Videos ist ein Display mit diesem Format einfach besser. Um das Display zu drehen, reicht es auf der Rückseite einen kleinen Sicherungsschalter umzulegen und schon lässt sich das Display einfach um 90 Grad drehen. Praktisch an dieser Stelle ist, dass man am Display nicht umständlich das Bild drehen muss oder den Monitor einstellen muss, denn das macht macOS von selbst, sodass man einfach schnell die Arbeit fortsetzen kann. Einzig und allein negativ aufgefallen ist mir an dem Monitor, dass man ihn auch so ganz leicht zu den Seiten neigen kann, also auch ohne dass er entriegelt ist. Im Alltag stört das nicht und er wackelt auch nicht zu den Seiten, aber alles ist so perfekt. Und dann frage ich mich, warum an dieser Stelle diese kleine Toleranz ist. Der Pro-Stand lässt sich aber auch in der Höhe sehr weit verstellen. Also das hier beispielsweise ist die niedrigste Position und der geht schon wirklich sehr tief. Und wenn ich den hochfahre, ist das hier die höchste Position. Das heißt, ihr habt da wirklich viele Einstellungsmöglichkeiten und da ich auch aktiv im Alltag einen höhenverstellbaren Schreibtisch benutze, ist das natürlich wirklich praktisch. In den Kommentaren unter meinem Pro-Display-Unboxing habe ich sehr oft gelesen, dass es eine totale Frechheit von Apple ist, ein Display ohne einen Standfuß zu verkaufen. Naja, und dass sie dann nochmal extra 1099 Euro verlangen. Natürlich hätte auch ich mich gefreut, wenn er im Lieferumfang dabei gewesen wäre und nicht nochmal extra Geld gekostet hätte, zumal er eben echt teuer ist, aber es gibt auch noch eine zweite Seite. Das Pro-Display ist nicht für den Normalverbraucher gedacht, sondern für aufwendige und professionelle Filmproduktion.
und diese nutzen häufig ein vorgefertigtes Rig, wo das Display integriert wird. Also ein extra Standfuß wird dort nicht benötigt. Und genau diese Leute sind die Zielgruppe. Denen ist dann auch egal, ob der Standfuß dabei ist oder nicht. Von daher kann ich den Schritt von Apple verstehen. Wer den Standfuß braucht, der kann ihn extra kaufen. Aber wer ihn nicht braucht, der muss ihn nicht bezahlen. An dieser Stelle hätte ich an Apples Stelle die Vermarktung jedoch anders gemacht. Ich hätte nämlich nicht gesagt, das Display kostet 5.500 Euro und der Standfuß weitere 1.099 Euro. Hätte man nämlich gesagt, das Pro-Display kostet 6.600 Euro und wer den Standfuß nicht braucht, zahlt nur 5.500 Euro, dann sähe die Sache bestimmt ganz anders aus. Am Ende steht einem perfekten Produkt ein ziemlich hoher Preis gegenüber und man muss einfach für sich selber entscheiden, ob es einem das Geld wert ist. Aber weder das Pro-Display noch der Pro-Stand sind wirklich für den Normalverbraucher, der nur surft und seine Mails checkt, gedacht, sondern für Leute, die wirklich produktiv damit Content produzieren und einfach ja, kreativ sein wollen und in dem Fall dann auch perfekte Farben und alles brauchen. Und diese Leute sind dann in der Regel eben auch bereit, diesen Preis dafür zu bezahlen, einfach weil es für sie persönlich auch einen Mehrwert bietet. Genauso war das eben bei mir auch. Natürlich hat es wehgetan, sowohl für das Display als auch nochmal 1.099 Euro extra für den Standfuß zu bezahlen. Aber zu dem Zeitpunkt war es mir das Ganze einfach wert. Und auch bis heute habe ich den Kauf nicht bereut, weil ich einfach jetzt mein Setup so perfekt habe, wie es nicht besser sein könnte. Von daher bin ich am Ende dann doch ziemlich zufrieden, auch wenn es natürlich echt verdammt viel Geld ist, gerade für den Standfuß. Aber wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über Feedback in den Kommentaren freuen und abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao!